Herzlich willkommen zu eurem Lieblingsreisemagazin. Heute nehmen wir euch mit. Einmal 1 Uhr nachts am Nordkap, fantastische Bilder. Dann mit Kapitän Klaas Kramer auf der Brücke und er zeigt uns mal, wie Manöver funktionieren. Und dann wird die spannende Frage gestellt, tun Sie es oder tun Sie es nicht? Während wir hier in Hamburg uns nur ganz schweren Herzens vom Sommer verabschieden, gibt es ja Menschen, die ganz, ganz gerne ganz in den Norden fahren und das schon im Sommer und dann eine Jacke da tragen müssen, weil es da immer kühl bleibt, nämlich zum Nordkap zum Beispiel. Und da haben wir wirklich fantastische Bilder von einem fantastischen Ausflug zu einer wunderbaren Jahreszeit. Viel Spaß! Wir sind super glücklich. Es ist nachts um 1 Uhr. Wir freuen uns, am Nordkap zu sein. Es ist ein Traum. Es ist wirklich wunderschön hier. Ich bin ganz begeistert von der Landschaft hier. Die schroffen Felsen mit dem Grün und dem Gletschereis dazwischen. Hier die Mitternachtssonne zu sehen, wie das Licht hier auf das Wasser fällt und auf den Globus. Es ist faszinierend und ein einmaliges Erlebnis. Unser Leben ist so schön, sich so auszudenken. Wir nehmen uns die Zeit. Super ist hier. Jeder muss das sehen, diese Sonne, die Weltkugel. Mua. So spitze. Als würde es niemals enden. Unser Leben ist so schön. Hello everyone. Welcome to Honningsvåg. My name is Erika. Now we're taking you to a rafting tour. Hey! The boats that we're using, they are called ribs. They can go about 50 kilometers an hour. It's very funny to go with those boats because they can drive so fast. So here in Honningsvåg, we never have this nice weather, or maybe 3 days in the year. But after it has been nice weather, we get the fox. Viele von euch sind ja so ein bisschen nautisch interessiert und wir kriegen immer wieder Zuschriften, wo die Frage ist, zeigt doch mal mehr darüber. Und da haben sich die Kollegen vom TV-Team zusammen mit Kapitän Klaas Kramer wirklich was Großartiges ausgedacht. So was habt ihr noch nie gesehen. Naja, hier haben wir 7 Schiffe, die diesem Schiffstyp entsprechen, alle in Papenburg gebaut und auch alle so ausgerüstet, wie Sie das jetzt sehen werden. Denn wir haben, wenn die Kamera mal runterschwenkt, 2 Bugstrahler, um den vorderen Teil des Schiffes zu manövrieren, beziehungsweise am vorderen Ende Kräfte ausüben. 2 Heckstrahler, die genau dasselbe Achterschiff machen, also uns die Möglichkeit geben, das Heck in eine Richtung oder die andere zu schieben. Und 2 Telegrafen, wie auf normalen Schiffen auch, die man vorauslegt, um vorauszufahren und zurücklegt, um zurückzufahren. Und um das vielleicht ein bisschen besser zu verstehen, werden wir gleich unsere Drohne benutzen und hier auf der Brücke die Hebel bewegen und dann von oben filmen, was denn tatsächlich passiert. Und ich werde mir Mühe geben, so viel an den Hebeln zu spielen, dass Sie auch gut verfolgen können, was denn für Wassermassen dort bewegt werden in die jeweilige Richtung. Los geht's! Dadurch, dass wir jetzt die Ruderblätter auf eine Seite gelegt haben, wird sozusagen der Propellerstrang umgelenkt und gleichzeitig entsteht an den profilierten Rudern ein Auftrieb in die entgegengesetzte Seite. Und jetzt können wir sehen, dass zum einen das Wasser an der Backbordseite achtern ausgeführt wird und zum anderen, wenn wir das Schiff betrachten, auch sehen, wie so ein Drehmoment entsteht. Jetzt haben wir gesehen, wie man das Schiff vorausfahren lässt und respektive auch wieder anhält, wenn man die Hebel in die andere Richtung legt. Und wie man das Ruder benutzen kann, um uns zu manövrieren bzw. das Schiff zu steuern. Allerdings geht es nur, wenn man dann auch Vorausfahrt aufnimmt oder mit einer Maschine versucht zu steuern, während man mit der anderen bremst. Leichter und für uns zum Glück möglich ist es, das Schiff zu traversieren mit unseren Bug- und Heckstrahlern. Und auch das gucken wir uns kurz mal an. Ja,
Und wenn wir nicht nur traversieren wollen, beziehungsweise irgendwo ein- oder ausparken quer, sondern das Schiff drehen wollen, dann legen wir einen Hebel in die eine und den anderen in die andere Richtung, um sozusagen einen Drehmoment zu erzeugen. Das sieht von oben dann so aus. Alle Modi abgedeckt zu haben, können wir natürlich auch zu dem Drehen mit den Strahlern, was wir gerade uns schon angeschaut haben, jetzt auch noch die Maschinen benutzen, um das Heck noch ein bisschen mehr in Bewegung zu versetzen. Das heißt, wir legen ein Ruder auf die Seite, legen dort die Maschine voraus, auf der anderen zurück und dann können wir zusätzlich zu den Heckstrahlern noch mit den Hauptmaschinen ein bisschen mehr Druck erzeugen. Ich hoffe, dass es nun jung und alt ein bisschen leichter fällt zu verstehen, wie man mit einem großen Schiff unterwegs sein und vielleicht trotzdem in engen Parklücken einparken kann. Und hoffe, wir können dem Verständnis ein bisschen weiterhelfen oder zumindest Sie nett unterhalten für die vergangenen Minuten. Viele Grüße und Ihnen einen schönen Tag, Ihr Kapitän. Ihr kennt das ja, im Fernsehen gibt es ja ganz viele Formate, wo sich so einer mit dem anderen bettelt. Und genau das haben Chris und Vicky an Bord auch mal gemacht. Was dabei rausgekommen ist, das seht ihr hier. Liebe Vicky, deine erste Aufgabe wird es heute sein, einmal da unten an das Fenster zu gehen, auf Deck 11. Da stellst du dich hin und dann schreist du wie eine hysterische Kuh, Delfine, Wale, auf der Backbordseite, liebe Gäste, Delfine, Wale, so laut es geht. So, Luca, was denkst du? Macht sie es oder macht sie es nicht? Ja. Meine Aufgabe an dich. Du musst ja einen Gast suchen, ihn zu Deck 6 führen und mit ihm die Titanic-Szene nachstellen. Aber das wäre ja zu einfach. Chris, wir werden dich etwas vorbereiten. Schminken, ein wunderschönes Kleidchen anziehen. Denn du wirst Kate nachstellen. Such. Er macht das. Ja? sehr schön. Dann nehmen Sie Platz mal da. Chris, du siehst einfach fantastisch aus. Also ich würde sofort vorne mit dir auf Deck 6 gehen. Ich möchte gerne das Titanic-Film wie eine Szene vorne einmal nachspielen und ich brauche einen Mann. Und dafür würde ich dich gerne. Hab ich dann deinen richtigen Mann erwischt? Guten Tag, dann komm mal mit. Bis zur Hochzeitsreise her. Ui. Das Ruf, ich bin die Königin der Welt. Ich bin die Königin der Welt. Also, ich möchte, dass du jetzt dahin gehst und ihm sagst, dass du heute den Eincreme-Service auf Aida Luna übernommen hast. Und du hast gesehen, dass er schon sehr lange in der Sonne liegt. Und dass du ihn bitte eincremen möchtest, damit er eben was für seine Gesundheit tut. Das wird deine Aufgabe sein. Charlotte, was glaubst du, hat Vicky den Mann eingecremt oder nicht? Ich denke schon. Hallo, setz dich ganz kurz stören, entschuldige. Hi, ich bin Victoria. Hi, genau, komm hoch, warte, komm, ich helfe dir. So, und zwar, ich bin ja so ein bisschen auch mit für die Lügenpolizei zuständig und ich gucke halt immer. Mir ist halt aufgefallen, dass du jetzt schon ganz schön lang hier liegst und du wirst langsam rot. Und wir machen ja einen perfekten Service hier auf AIDA. Du bist vielleicht schon ein paar Mal mit uns gefahren und ich wollte dich fragen, ob ich dich eincremen darf. Nicht, dass du noch einen Sonnenbrand bekommst. Ja, super. So. Guck mal hier. Und dann mal hier ein Auge und hier ein Auge. Und warte, guck mal hier, dann haben wir natürlich ein schönes Lachen. Sehr schön. Wolfram, ich danke dir. Immer schön eincremen, ne? Einen schönen Urlaub noch.
Sehr mutig, die beiden, wie sie ihre Herausforderung gelöst haben. Und apropos Herausforderung, heute würden wir uns freuen, wenn ihr hier unten Bilder postet von euren Herausforderungen, die ihr auf der Reise erfüllt habt. Ich zum Beispiel hatte ein gestörtes Verhältnis zum Schnorcheln. Ich wusste nicht so richtig, was auf mich zukommt. Dann sind wir auf Bonaire schnorcheln gegangen und das war wirklich ganz, ganz, ganz großartig. Also, welche Herausforderung habt ihr auf euren Reisen angenommen? Hier unten die Bilder. Und jetzt kommen wir zur Verlockung der Woche. Wir starten in Singapur und fahren als erstes nach Kuala Lumpur und Langkawi. Nach einem Stopp auf den Malediven erreichen wir Kuching. Als nächstes besuchen wir New Mangalore und Marmugao entlang der indischen Küste. Wir machen noch Halt in Muscat und Kasab und erreichen das Ziel unserer Reise, Dubai. Und zum Schluss wie immer die wunderschönsten Bilder von unseren Reisen mit der allertollsten Musik von Bord. Ich wünsche euch viel Spaß, bis nächste Woche. Birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear, still craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear, just saying this. Sweet dreams, the sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries far behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Dream a little dream of me. Dream a little dream of me.